Hallo zu Assassin's Creed. Ich habe das jetzt mal ganz kurz vorgeschult, weil ich mir nicht so ganz sicher war, ob ich jetzt hier alles richtig mache, weil da ein schwarzer Bildschirm war und unglaublich viel Sound. Und vorausgesetzt, ich bekomme das nochmal mit Bild hin, werde ich das ja natürlich jetzt noch vorne dranhängen für diese Leute, die das sehen möchten. Ich selbst weiß über das Spiel noch gar nichts. Ich habe mir einfach mal die Collection geholt. Vom ersten bis... Was? Okay. Ach, hier seht ihr nochmal das Bild, wenn ihr wollt. Ja, dann guckt einfach mal zu und ich erzähle den Rest hinterher. Ja, das ist ganz sicher der. Wo ist er hin? Ja, genau, einfach mal die Bauern wegschubsen, die braucht ja auch keiner. Oh. Aber erst, ach so, die Augen zugemacht. Ich habe schon gewundert. Fall um! Ha. Och, du meine Güte. Hä? Auch nicht schlecht. Assassin's Creed. Gut, wie gesagt, habe die Collection gekauft und habe das Spiel selber noch nie gespielt. Das ist auch mein allererstes Spiel sozusagen. Wir werden jetzt erstmal die ganze Reihe spielen. Vielleicht würde nehmen. Ja, ich würde das da gerne mal auswählen. Nebenbei Profil erstellen. Natürlich nennen wir uns Chest of Games. Wie sollte es auch anders sein? So. Stellen wir es mal. Natürlich eine neue Geschichte. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Ich habe schon ein bisschen darüber gehört, dass man gar nicht so richtig in dem Mittelalter oder was das war. Ich weiß gar nicht mehr. Genau, erster Teil, zweiter Teil. Ich lasse mich einfach überraschen. Wieso habt ihr kein Gesicht? Ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und Narrheit. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach innen war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Platz. Und wer Erkenntnis wird, mir was bleibt. Okay, da war ich jetzt nicht ganz, was? Ich konnte nur ein bisschen schlagen. Okay, ich kann mich bewegen anscheinend. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Was? Versuchen Sie sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Was? Erkennen Sie das nicht, was Sie sehen, real ist. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Verdammt, es klappt nicht. Oh, hast du... auf, ich meine Augen. Ich will hier nicht mehr sein. Das reicht, Miss Dirne. Lass mich hier weg. Okay, wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Oh, danke, dass es vorbei ist. Dankeschön. Was? Alles okay? Nein. Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne sie noch nicht einmal. Warum tun sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles.
Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt! Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Nett. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Was heißt aussuchen? Legen Sie sich hin. Ach, ich muss ja wohl. Eine weise Entscheidung. Oh, cool, ich kann mich. Das ist ja cool, dass ich mich dann. Kann ich auch nach oben. Nee, doch. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen. Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wiederzuerleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Okay. Also war das gerade gar nicht... Was? Ach, dieses Weiß. Mein Gott. Warnung. Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Hallo, Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Anweisungen folgen in Kürze. Kann ich hier so weit laufen? Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Hey, ich war aber noch gar nicht so weit. Ich muss mich doch erstmal... Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden.
Da sind zwei Leute ohne Gesicht. Da sind noch mehr Leute ohne Gesicht. Gut. Ja. Toll, danke. Nutzen Sie nun Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Okay. Und das. Weil ja auch so viele Leute mit Krügen hier rumlaufen, nicht wahr? Gut gemacht. Okay. Machen wir erstmal das Tutorial. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspielereingaben verändert. Also um ehrlich zu sein, bin ich mir jetzt gerade so ein bisschen durcheinander. Ach, oh cool, ich habe ein Schwert. Was ist? Exzellent. Was? Ich bin noch ziemlich verwirrt gerade. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Wie mache ich das denn jetzt nochmal? Ach ja, hier der auffällige Modus. War die Taste da? Tut mir leid, ich bin jetzt hier ein ganz kleines bisschen verwirrt. Warum hast du kein Gesicht? Irgendwie funktioniert das jetzt nicht so. Habt nur noch ein bisschen Geduld. Bewegen, drücken Sie Umschalt. Also um ehrlich zu sein, bin ich hier ein bisschen jetzt überfragt. Ich kann hier nämlich gerade nichts machen. Vielleicht das. Das hier war es doch gerade. Jetzt rennt er endlich rein. Ich kann nur linke Maustaste. Ach so, gerade. Drück. Ach. Okay. Ah. Gut. Ist mir jetzt aber ein bisschen zu aufwendig. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Hey, das ist jetzt aber doof, weil ich, ja, danke. Darf ich nicht erstmal gucken? Dankeschön. Wehe, du erzählst mir das jetzt alles nochmal, dann brauchen wir ewig. Hallo? Wie wär's, wenn du auch mal... Hallo? Ich drück das doch. Was soll denn das? Na gut, ich, komm dann gleich. Also ich sag's mal so. Ich mache hier nochmal alles umstellen und dann bin ich wieder für euch da. Also bis gut, ich glaube, ich hab's bereits rausgefunden und funktioniert. Ja. Nein. Oh, ich hasse dich. Nein, das mache ich. Geh weg. Gute Nacht. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich Ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist.
Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. So. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Hallo. Ich mag dich auch. Was, er hat mich bemerkt? Ich war ja auch so unauffällig. Wer hat diese Person umgebracht? Ich? Was du ja gerade gesehen hast. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. Hallo. Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Ja, ach, wie. Das mit dem die Idee mit dem Sprinten finde ich dämlich. Was, bist du etwa zu blöd, um dir raufzuklettern? Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Gut. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Das wird doch zu nichts. Mein Gott, ist der dämlich. Gut gemacht. Der Soldat hat Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können Ihr Versteck verlassen. Exzellent. Danke. Durch Anonymität füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Okay. Was wollt ihr mir damit sagen? Ach so, wahrscheinlich muss ich jetzt. Jetzt müssen noch Soldaten irgendwo sein. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Wenn du mich da vorbeilässt, dankeschön. Ich bin ein Söldner. Möge Gott gnädig sein. Und lass mich vorbei. Dankeschön. Gut. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Gut gemacht. Ach du meine Güte. Ach so, okay. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Am Elton wird jetzt genau meine Waffe wechseln. Erfolgreich beendet. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Ich wüsste nicht, aber ich habe doch noch gar nicht richtig kämpfen gelernt. Nur verstecken, das kann es ja auch nicht sein. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold.
Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren, zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Ich will nicht diese Klinge. Kann mir das... Das müsste die doch rausfinden können. Ach so. Mit dem E-Drücken, dass man dann nur angreifen kann, finde ich aber jetzt ziemlich doof. Hallo? Ich würde gerne aus der Ecke raus, ja. Also ich sag's mal so, die Steuerung ist nicht gerade optimal. Ach, Stimmt, ja, ich kann ja auf Wänden laufen. Die Frage ist, jetzt muss ich doch hier irgendwas finden können. Oder? Ja, danke. Ah. Geht das? Nee. Ich kann keinen. Ja, wie mache ich denn das? Ach, ich muss irgendwie da hoch. Wie? Drücken und halten sie. Ach so, falls man hier runter... Dankeschön. Na gut, ich muss es halt erst lernen. Und ich muss die Mausempfindlichkeit höher stellen. Das ist ja unfassbar. Ja, Entschuldigung, dass du da stehst. Dankeschön. Warte mal. Kann man einfach so... Ach, man kann einfach so springen. Wie wär's, wenn du mal hinterher kommst? Ich glaube, hier kommt nämlich was. Nein, anscheinend nicht. Wartet. Wollt ihr mir nicht irgendwie folgen? So als... Ja, genau für solche Gründe. Wehe, du entdeckst mich. Drücke F. Tot. Ja, so viel zum Thema, wir töten einfach mal keine Unschuldigen. Dort, das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm, die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt, da kommt jemand. Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiv kümmern. Robert de Sable, sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Also soll ich jetzt was tun? Habe ich irgendwie eine Armbrust? Nee. Ich hätte aber auch gerne mal mein Schwert gezogen. Nein, das meine ich nicht. Wie geht denn das nochmal? Ach so, vielleicht wenn ich hier und dann... Nein, ach, das wird schon... Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Weg. Aber sieht nicht so aus. Ja. Halt, Templer!
Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah. Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Drücke F. Muss ich... Attentat. Drücke die Null-Taste. Blut. Nein, nicht! Ach, warte, konnte ich mich... Ich weiß nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr euren Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Oh, ich will doch mal einmal kämpfen. Ich dachte, die wären irgendwie stärker. Das Spiel ist übrigens von 2005. Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Die Frage ist, wer gewinnt. Sieht mir ja sehr nach einem Sprungweg aus. Ich glaube, ich habe einen Weg. Ich muss nur da irgendwie rauf. Ach, da. Ja gut, dann habe ich zwei Sprungwege. Hoch. War das eine Ratte? Nein, das war mein Schuh, glaube ich. Gut, das wäre es dann, glaube ich, auch erstmal für den ersten Part. Wir sehen uns dann später hier wieder. Ciao.